Hallöchen zusammen, herzlich willkommen wieder zurück bei Dead Sales. Oder wie ich sage, lasst uns die alle vermöbeln. Ihr Lieben, es ist eine Zeit vergangen, ich glaube eine Woche oder so, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach die Zeit genutzt und habe offline versucht, uns ein bisschen was freizuschalten, dass ich einfach auch irgendwie besser reinkomme in Dead Sales, weil ich habe gemerkt, ich habe mehrere Folgen aufgenommen und ich bin einfach auch nicht weitergekommen. Und habe halt also ein bisschen gezockt nebenbei. Und jetzt nehme ich mal auf und ich hoffe, wir haben einen guten Start. Und ich kann euch vielleicht was noch zeigen. Und zwar gab es in der Zwischenzeit das Hello Darkness Update. Deswegen starten wir auch hier, damit ihr das seht, ne? My old friend Update. Und es gibt ein neues Level. Mitunter. Es gibt ein... neue Enemies, dann wurde was gebalanced, soweit ich das jetzt auch in Erinnerung habe. Und ihr seht schon, unten, ich habe einmal diese Dreier-Flask jetzt, die konnte ich mir erspielen. Dann habe ich für uns freigeschalten, dass wir schon ein Schwertchen haben von Anfang an. Und eine zweite sekundäre Waffe, die liegen dann immer beide hier rum. Und das wird dann ausgewürfelt, was man hier schon hat. Ihr seht schon, es sind ein paar Sachen neu, hier so diese... Da ganz oben ist diese Bombe. Das ist hier so ein komischer Speer. Was haben wir denn noch neu? Ah, dieses Schwertchen über dem Blutschwert ist zum Beispiel auch neu. Das ist so ein Crit-Schwert, wenn man, glaube ich, nur 50% Health hat. Was gibt's noch? Da die Schuhe. Das war's, glaube ich, eigentlich. Also ich habe ein bisschen was freigeschalten, vor allen Dingen aus so an Bögen. Und ihr hattet mir... als Tipp gegeben, hey Jolle, schau dich doch mal hier hinten um, hier ist doch noch was. Und Tatsache, hier war ein Blueprint, also vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp. Habe ich so gar nicht gesehen. Und nicht lang schnacken, Koffein nacken, würde jetzt Fischi sagen. Dann tun wir das. Achso, ja, und Tür. Achso, Feinde. Hier, eingefroren. Hier ist noch eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Ich habe keine Ahnung, wann die aufgeht. Wir werden es rausfinden. Hallo. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beeilen. Ich hoffe, dass das wird hier so. Und es gibt auch noch so ein neues Level, was wir noch nicht gesehen haben. Da gehen wir heute mal rein. Oh, unten bleiben. Oh, au. Hör auf damit. Ah. Aber diese Leute. Die mich immer beschießen. Hier, schwere Armbrust. Die kennen wir nicht. Und zwar schießt die mehrere Bolzen auf einmal. Ich demonstriere. Oh, wenn... Ah! Ja. Ja, geht, ne? Kann man mal machen. Ich finde das Einfrieren jetzt gerade für den Anfang aber noch besser. Ah, nicht hauen. Cool, da hinten. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Ausgänge finden. Also hier in dem... in dem ersten ist es doch noch relativ voll. Warte mal, ich muss noch das Mikrofon hier so... Ich sehe gar nichts. So. Ich hoffe, jetzt hört man mich noch. Das wäre ja nur umso peinlicher hier. Whoop. Und im ersten Level sind auch noch viele Secrets versteckt. Immer schön die Augen offen halten. Ah, Mann. Warte mal, was war das da hinten? Was ist das? Was tun sie hier? Unbekannt. Erstmal durchrollen. Mal gucken, was es noch gibt. Oh, warte mal. Das klingt nach Shop. Ich habe es doch gehört. Bam, bam. Upgrade nehmen wir immer mit. Die Peitsche. Ja, oh, nee. Irgendwie gerade nicht. Oh, du musst schon oben bleiben. Verlangsamt. Eigentlich ist das ganz nett. Oh, warte. Oh, da gibt es den Schuh. Habt ihr gesehen? Den nehmen wir noch mit, oder nicht? Stößt Opfer zurück. Ja, komm. Das ist der Zelt. Also Witz und Charme hat das Spiel schon, muss man ja sagen. Ich finde es auch echt... Oh, ja, stimmt. Ich habe jetzt nicht mehr zum... Mann! Kann ich ja jetzt nicht mehr einfrieren hier. So. Oh ja, das nehmen wir auch mit. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Dankeschön. Oh, schön. Die haben immer so einen tollen Fallschaden. Ich weiß auch nicht. Hör auf.
Na. Was war da jetzt hinten? Nix. Wunderbar. Ich stehe auf nix. Ja. Tipam. Tipam. Doch, macht Spaß. Also diese Latschen sind cool. Jo, gib mal her. Was hast du denn? Die Wurfmesser. Schüsse durchdringen. Ja, ach nee. Ist es auch noch nicht so wichtig. Später wird es wichtig, wenn wir so eine Kombo haben. Na. Wir müssen mal gleich schauen, dass wir... Na, die Promenade der verdammten... Ah, jetzt haben sie es umgeändert. Die... verdammt. Ich muss da nochmal nach oben. Ich weiß, dass sie die Übersetzung nochmal verändert haben. Man sieht's, ne? Also, es ist nicht mehr die verdammten Promenade, sondern die Promenade der verdammten. Wow. Wunderbar. Aber nein, das wurde auch nochmal angepasst. Ah, hier. Cool. Habe ich in der Luft getan. Hast du gesehen? Das kann auch nur ich. Schnauze. Hup. Nee. Manchmal sieht man den Itemraum ein bisschen früher auf der Karte. Hey, hoch mit dir. Hier, friss. Pam. Tritt für dich. Runter, hier lang. Secret, nein. Durch. Und du auch nochmal. Piu. Ach, der Tritt ist toll. Irgendwie später nicht mehr so günstig, aber was soll's. Wir haben ja noch nicht später. Oh, noch eine Kiste. Oh nein! Ey, geh doch durch, Mensch. Ich roll doch. Ich hab die ganze Zeit gekrollt. Boah, damit rechnet man jetzt aber auch nicht hier. Das war eine Trollkiste. Die Penner. Boah, echt jetzt? Dankeschön. Hier, und das Ossuarium, das sind die Massengräber jetzt, ne? Wir können die aber noch später betreten. Also was wir jetzt machen ist, wir gehen durch die... durch die giftigen Sewers wieder und gehen danach in die Ossuaries. Wie, überhaupt richtig? Ja, doch, ne? Ich hatte verwirrt. Aber das kennt man ja von mir. Ich hätte mich auch porten können, ne? Ich bin auch so ein Vollpfosten. Okay. Ah, das müsste der Weg sein zu den Sewers. Hab ich gesehen. Hey! Aua! Das ist so gut. Das mit dem, dass wir Gesundheit aufhören, habe ich, glaube ich, schon erklärt, ne? Wenn wir welches verlieren und danach aber noch Schaden austeilen. So, jetzt habt ihr mal eine Übersicht. Ich arbeite gerade am Beutelchen. Hier unten sind schon die freigeschalteten Sachen. Ich bin ja absoluter Fan dieses Breitschwerts, muss ich euch echt sagen. Das ist... Boah, dieses Breitschwert hätte ich doch gerne. Das finde ich toll. So, 360 Cent, warum auch nicht? Ist ja nicht so, dass man ja nur 15 mitbringt oder so. Giftige Sewers. Wünscht mir Glück. Vielleicht haben wir auch eine gute Kombo nachher und sehen den Boss vielleicht noch. Also ich habe den Boss jetzt einmal, bin ich nochmal hingekommen und habe den Tatsache besiegt. Oh Gott. Scheiße. Schnell, schnell. Teil Damage aus. Sehr gut. Ah. Ja, ich brauch irgendwas. Also die Schuhe sind zwar schön und gut und die sind lustig, aber ich brauche auch was für die Ferne irgendwie. Ah. Hier, friss einfach. Ah. Seid ihr alle tot? Sehr gut. Ja, auf. Ja. Ja. Weg, weg, weg. Gott sei Dank haben wir hier in den Sewers schon die Vierer-Sachen. Also, hofft mal auf... Oder wünscht mir Glück, dass wir ein Schwertchen bekommen. Oh Gott, Elite. Ach nee, jetzt nicht... Nicht Elite jetzt. Nachher, wenn wir ein Schwert haben oder so. Den können wir dir mal probieren. Hier, friss. Oh, die Sewers sind immer so verwinkelt. Das ist bei diesen Old Sewers aber nicht anders. Oh, runter. Shit.
Okay, Gott sei Dank noch ein bisschen Health zugewonnen. Hier, flieh. Oh, ihr seid auch gar nicht wenig, ne? Ja. Ah, toll, jetzt muss ich was trinken. Vor 3 Minuten. Naja, ich war auch schon mal schneller. Ja. Arsch! Nicht! Oh, nein! Schnell! Ich muss jemanden töten. Ja, die Dinger, die können mich echt töten hier. In Sekunden. Flieg! Ah. Ich kann es nicht mehr, wenn ihr zuguckt. Das ist peinlich. Die nehme ich mal schnell mit. Ah. Trink was. Ich kann nicht, wenn ihr zuguckt. Das ist wie beim Pullern. Ich weiß auch nicht. Oh, Quote. Eieiei. Oh, die Wallmanns Peitsche war da oben. Die habe ich verpasst. Wollen wir uns die mal schnell holen? Ist vielleicht besser. Hier lang? Und einfrieren. Ach, die kennt ihr auch noch nicht. Ah, ich hab... Ah, Hecken! Hilfe! Ich sterbe. Toll, was für eine Folge. Die Wellmanns Peitsche, die kennt ihr auch nicht. Sie ignoriert Schilde und verursacht einen kritischen Treffer, wenn aus maximaler Entfernung angegriffen wird. Ich zeig euch das mal. Die Hand. Hier, wo das so... Hier an der Stelle. Wenn das so... Wenn das so aufblinkt, dann ist sie halt kritisch. Ist ein bisschen schwer zu handeln. Ist aber eine der selteneren Waffen. Jedenfalls war das Blueprint RAR. RAR. Nee, warte mal, wieso bin ich denn so blöd? Wir werden uns natürlich bequemerweise teleportieren. Aber ich leg's heute nicht auf. Halt die Schnauze! Ah! Ich leg's auf jeden Fall nicht auf Zeit an. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Au. Oh Gott, weg. Da ist ein Kebab. Hm. Toll, ich dachte, hier ist noch was Schönes. Ah, stirb. Okay, also die Peitsche, man muss sie halt gut einsetzen können. Man muss sie handeln können, sagen wir es mal so. Ich kann das nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Spiel beherrsche. Beherrsche. Was ist denn da unten? Ach, die alte Kanalisation. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, danke. Später. Na, ja, weg hier, bevor der hier kommt. Das hätte jetzt auch wieder böse enden können. Also dieses eine Viech, was explodiert, ne? Musst du schnell hinterher sein? Wenn es dich trifft, ne, dann am besten gleich auf den nächsten Gegner drauf und hoffen, dass der dich nicht erwischt. Oh, falsch rum. So, hier hoch. Kein Secret in der Wand. Einmal rollen und pam. Ah, seht ihr mal. Man muss sie halt gut handeln. Ah, hier ist das Ossuarium. Hier müssen wir später rein. Aber wo ist denn Shop und wo ist die Kiste und überhaupt, wo sind die Upgrades? Ich hab erst Strengths 3. Das ist jetzt not so much. Ja, durch. Ah, der frisst halt das. Ich muss schon irgendwas stellen. Ah! Da! Da! Trifft's ganz gut, glaube ich, bei dem Spiel. Los, hoch, hoch. Weg, stirb. Ja, Mann! Runter! Ich hab doch gesagt, runter, Mensch, dann mach's doch auf. Oh. Ich kann, wie gesagt, wenn ihr zu gucken, geht das nicht. Ich weiß auch nicht. Ah, jemand durch hier. Ja. Jump, töten. Nein, sei ruhig. Aber wir haben auch noch kein Schwert gekriegt oder irgendwas. Ich renne hier noch mit was rum. Was soll ich da? Ausbalanciertes Schwert 1 in den Sewers. Na, ich werde bekloppt. Ist doch kein Wunder, dass ich hier abluse. Jetzt sage ich, jetzt muss ich. Ach ja, Gefängnistiefen.
Stimmt, das ist das neue Gebiet, was sie noch nicht kennt. Ich überlege gerade, ob wir eher da reingehen. Ich war schon lange nicht mehr in den Osiris. Hier ist der Shop. Ah, das wilde Schwert. 20% Schaden bei kritischem Treffer. Feinde gehen in Flammen auf, wenn sie sterben. Der kritische Treffer, hier, seht ihr, wird ausgelöst, wenn du halt unter 50% Gesundheit bist. Das wäre jetzt sogar richtig geil, aber... 787 Schaden bei Crit. Gehen in Flammen auf. Also wirklich toll ist das nicht. Macht die Peitsche irgendwas... Feuert einen Feind nach oben. Nee, auch nicht. Bionis ist das Upgrade. Stärke. Vielleicht finden wir noch in der Kiste was. Oh, eine verfluchte Kiste. Ich werde sterben. Festigungsmauern. Ach, shit. Gepär. Oh ja, Schwert. Wunderbar. Auf Stärke. Immer auf Stärke. Blutschwert. Wirft eine Granate. Die Gedärme deiner toten Feinde explodiert. Das ist immer sehr gut. So, gib mir das Gold. So, 10 Feinde. Ich darf nicht sterben. Und da unten ist tatsächlich die Kiste. Pang. Ja, jetzt krieg ich doch noch ein Schwert. 50% Schaden, wenn du bei voller Gesundheit bist. What? Das geht auf Gift. Wie gut ist das denn? Ich, weißt du was? Ich nehme die trotzdem mit, weil die sehr gut kritten. Tja, was will ich? Ich nehme das als... Ja, ich nehme beide mit. Sind beide nicht schlecht. Haben wir irgendwas, was ich noch töten kann? Weil mit zehn Flüchen oder einem Fluch, der mit 10 Feinden belegt, das will ich irgendwie nicht. Vergiss es! Ah. Ich will mit diesem Fluch eigentlich nicht in das nächste Level. Osiris? Ich glaube, wir gehen in die Gefängnistiefen. Die kenne ich ein kleines bisschen besser. Mensch, sterben wir nicht so... Ich muss noch durch. Sterben wir nicht so häufig. Das ist meine Prognose hier. Na dann, wollen wir mal. Und wenn das jetzt auch nichts wird und wir werden losen, ich lade die Folge hoch. Ihr habt gesagt, ihr wollt auch solche Folgen sehen. Dann tun wir diesmal. Ich wollte nur unbedingt euch mal... Also, ich wollte vor allen Dingen einen besseren Start haben, ne, für uns. Damit wir auch ein bisschen weiterkommen. Aber ich zeige euch jetzt mal das Gebiet, was ihr noch nicht kennt. Das ist auch schon relativ hardcore, wie ich finde. Immer noch. Ein Treffer und ich bin Geschichte, ne? Oh! Ah! Okay, den kennt ihr da auch noch nicht. Ja, verlangsamt. Renn durch. Oh, nein! Oh Gott, ich bin so bescheuert. Ich bin ja so blöd. Ich bin so blöd. Gott, Fehl des Jahrhunderts. Stimmt, das ist ja der Pikentyp. Doch, den kennt ihr schon. Den kennt ihr schon, aber ich war einfach zu dusselig. Oh, wieso? Oh, Mann. Concentration, Jolle. Oh, bin ich ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. ich muss noch 8 töten. Ah, immerhin kriegen wir sowas Schönes. Wunderbar. Können wir bitte darüber nie wieder reden? Das wäre echt schön. Oh, der ist nicht gestorben. Ah. Wenn ich mich ducken will, ne, dann geht er immer automatisch runter. Das würde ich gerne vermeiden irgendwie. Hallo? Hallo, siehst du? Hier, flieg mal. Huch. Lässt dir sogar noch was fallen. Das ist ja nett, ne? Nein, du sollst dich nur ducken. Ducken. Ah. Au. Das habe ich jetzt davon, ne? Schnauze. Oh. Mann, die Wand hält mehr aus als der Gegner. Runter. Na, ist doch klar. Sehr nett. Habe ich euch schon erzählt, dass es neue Level gibt? Toll, ne? Die wir übrigens heute sehen werden. Oh Mann, ey. Ja.
Ja, ja, ist okay. Fürs erste Level ist mir der Schaden eigentlich völlig wurscht. Oh, Dingensgranate für 1000. Ja, nimm mal mit. Shop, Upgrade. Das ist wieder die Peitsche. Nee, nicht unbedingt. Hey du. Oh Mann. So geht das die meiste Zeit, ne? Weil ich immer sterbe. Irgendwie in den Sewers. Obwohl mit den Sewers geht's irgendwie gerade. Ah, Dingens, ja, gut damit. Was haben die irgendwas schon bewirkt, dass deine Opfer beim Tod 6 Pfeile fallen lassen und reduziert die Chance, dass ein Feind auftaucht, wenn du ihn angreifst? Ne? Das klingt doch schon mal ganz nett. Oh! Oh Mann! Ja, ich wollte gerade durchrollen, ne? Nicht gut. Und du bewegst dich da bitte auch nicht. Oh, Kebab. Ja, das klappt immer. Die Eisgranate ist echt eine der besten. Da oben gibt es auch nochmal was. Brandbomben 1, das ist halt dasselbe. Das haben wir schon. Hier könnt ihr übrigens mal haben. Aua. Oh, ein Hähnchen. Ein Hähnchen. Brauche ich das? Nö. Aber schön, es zu haben. Ey, ich war noch nicht fertig mit dir. Ah, die Bärenfalle. Nee, lass mal. Also man muss nicht, aber es gibt durchaus richtig, richtig gute Kombinationen mit den Elementaren. Von daher lassen wir das jetzt erstmal so. Hä, wo geht denn das denn da hinten? Rechts noch hin. Das haben wir schon so halb aufgedeckt, aber nicht ganz. Oh. Give me the gold. Hey. Oh. Das hatte ich ja lange nicht mehr. Ein Geschützturm. Ich glaube, das ist ein Skill. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Skill. Den werden wir wohl nach Hause schleppen. Giftige Kanalisation. Okay, ich hab's ja schon fast gedacht. Da nochmal hin. Haben wir jetzt hier... Nee, wir haben noch nicht die Kiste. Na, hier geht's wahrscheinlich zu den Ossuaries. Auch hier gibt's manchmal Kisten. Also wenn... Man sollte diese Statue hier immer benutzen im ersten Level. Es geht nicht automatisch immer sofort in die Ossuaries. Manchmal ist auch noch eine Kiste da. Oh, nicht schon wieder. Ja, komm, gib her. Ich sterbe. Ja, sie haben uns die Götter erzürnt. Die Elektropeitsche. 50% Schaden, wenn du... Oh, Mann, gib mir doch mal... Hey, Mann. Toll, das war die Kiste? Seriously? Toll, ich gehe schon wieder mit dem Fluch in die nächste Ebene. Es ist doch zum Heulen. Ja, gut. Dann mal rein. 3 Minuten 30 waren wir jetzt, glaube ich, oder sowas, ne? Ich glaube, die in den Sewers, die macht sich um 4 Uhr, klar, mit 4 Minuten 30 oder sowas zu. Oder 4 Minuten? Du könntest das Ding ja schon mal freischalten hier. So, mal gucken. Jetzt muss ich bedacht spielen. Also jedenfalls 10 Feinde lang. Bitte nicht schon wieder so eine Geschichte wie gerade. Okay. Oh, ich habe mir schon fast gedacht, dass das Ding auch weiterreicht. Mhm. Noch 8. Ja, ja, so klappt das. Ihr kriegt das. Ah, noch 4. Ja, ja, das ist gut. Du brennst. Einer noch. Wow. Oh, dieser scheiß Skorpion. Ich hab mir fast alles versaut.
Oh man. Gehen wir erstmal hier lang. Hallo. Toll, hier war nichts mehr. Um übrigens zu vermeiden, dass man auf dem Boden aufklatscht von großer Höhe. Immer rollen einfach. Ich habe gemerkt, wenn du immer runterrollst, passiert dir auch nichts. Da kommen wir nur runter. Na los, komm hoch. Ist doch mal lecker gerollt. Oh nein, Elite. Ah! Oh Mann. Wunderbar. Können wir vielleicht erstmal die anderen ausschalten? Ah, da ist Elite. Ah, der Elite-Bogenschütze ist doch kacke. Hier, gib mal her. Ich brauche Leben. Danke. Wir müssen ihn jetzt auch nicht machen. Voll erstmal daneben getroffen. Dich habe ich gesehen. 1000. Das erhöht sich, glaube ich, auch immer von Level zu Level. Oh Gott, da unten war die Tür. Na, wunderbar. Na, wir sind eh schon 2 Minuten zu spät. Ups. Alles passiert. Ich glaube, ich habe es bisher auch nur einmal geschafft. Lass sie mal an. Geöltes Schwert. Wirft eine Granate. Das würde natürlich mit unserer Brandgranate und mit was wir auf Y da haben. Wunderbar. Ja, ich mag das Breitschwert zwar. Total. Ist meine Lieblingswaffe. Aber das hilft uns gerade nicht. Außer wir finden es in der 5er Version oder sowas. Ja, nehmen wir auch mit. Jetzt bin ich aber auch langsam pleite. Weil ich ja auch so gut gespielt habe. Oh ja. Yeah. Nein! Mann, ey, vor diesem komischen. Was ist das da eigentlich? Dieses fliegende Auge. Davon habe ich echt Angst. Na? Okay, jetzt. Man muss das Öl eigentlich vorher einsetzen. Warte, nee, ich muss runter. Oh. Runter und da ist auch hier das Gelbe, das ist die Dingens. Die tolle Kiste. Oh, wunderbar. Und hier ist noch ein Job. Ich habe kein Money mehr. Ist ja schlecht, ne? Wo sind denn die Gefängniszellen? Ich wünsche Ausgang. So, wirklich gut ist das nicht. Dahin? Beziehungsweise eigentlich noch weiter, ne? Na, Gott sei Dank eine normale. Die ist mit Sicherheit besser. Verlangsamt alle nahen Feinde, wenn das Opfer auftaut. Durch Frost verursachte Verlangsamungen halten viermal länger. Ja, nehmen wir mit. Sehr gut. Wunderbar. Da ist auch noch was. Ich gehe gleich erstmal. Oh, wie viele Wege hier es gibt. Oh, ich krieg gerade einen Kaffee. Pathfinder, sie kriegen Kaffee. Gefängnis 7. Ah, hier sind sie. Hier müssen wir gleich rein. jo. Boah, es gibt tausende Wege. War ich hier schon? Ah, hier ist das Ossuarium. Tausend Wege und alle führen sie nach oben. Hier ist die alte Kanalisation. Okay, die ganzen gesamten Ausgänge haben wir jetzt schon mal gefunden. Wunderbar.
Herzlichen Glückwunsch. Oh nee, dich nehme ich diesmal nicht mit. Nein, ich gehe gleich in die Gefängnistiefen. Ah ah. Ah ah. Not good idea. Oh. Da ist eine Waffe der Feder. Ist das, habe ich das richtig gesehen? Oh. Das war irgendwie. Wow. Au. Jetzt töte es doch bitte. Nein, vergiss es. Da. Oh, habe ich trotzdem gekriegt. Der Fehler, das ist diese. Pass auf. Das ist diese Waffe. 50% Schaden, wenn du bei voller Gesundheit bist. Ich hatte letztens. Also, der Fehler ist meine neueste Waffe. Die kenne ich auch noch nicht so genau. Genau, verursacht einen kritischen Treffer, wenn das Opfer in der Nähe einer Wand steht. Ja. Das könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Wir haben ja noch eine Brandgranate. Ich meine, gut, ihr steht jetzt nicht gerade an der Wand. Doch, du vielleicht schon. Ist auch immer so. Das ist doch in Relation, ne? Ja. Jetzt runter. Du musst an. So, weißt du, so ein Dingenssprung musst du machen. Ja, sowas. Hat ja lange gedauert. Und dann nochmal Frost. Das sind so die universell einsetzbaren. Hier einmal diese. Dieses kleine Feuerding, was man wirft, ne? Und einmal dieser Frost, den wir gerade gesehen haben. Das sind so die universellen Dinger. Die haben auch, glaube ich, echt keine. Oh! Ja. Die haben, soweit ich gesehen habe, auch wirklich nicht so wirklich Nummern. Sondern sind halt so universell, ne? Machen Feuer und Frost. Boah, sag mal, wo geht's denn hier noch hin? Ah, Kebab. Oh, ich wollte noch gar nicht sein. Ich wollte extra runter. Manchmal erkennt er das noch nicht so gut. Und hier haben wir Befestigungsmauern. Ey, wie viele Ausgänge es hier von diesen Sewers gibt. Das ist abnormal. Da ist die Dingenskiste, Brandbombe, Frostexplosion. Hier gehe ich jetzt nicht nochmal lang. Also, alte Kanalisation. Wäre das eigentlich normale, ne? Festigungsmauern. Ich muss in die Gefängnistiefe. So. Aber es ist auch jetzt nicht das neue Level mit dem Update. Es gibt so eins, ich habe gesehen, das ist so in vollkommener Dunkelheit. Da braucht man dann extra Fackeln und Lichter und ach, was weiß ich, das ist total mysteriös. Ich hätte jetzt eigentlich auch dieses Ding mal, naja, komm, ist egal. That's not so wild. Mein Mann fummelt hier gerade irgendwas am Rechner. Ist alles okay? Irgendjemand macht Sachen. Gefängnis-Tiefen. So, jetzt nochmal. Naja, warte. Ihr könnt ja auch ruhig mal sterben da hinten, ne? Ah, ich sollte auch nicht auf den Rücken springen. So, jetzt weiter. Ja, es zieht. Komm schon. Dich tötet das natürlich nicht, ne? Au. Oh, bin voll runtergerasselt hier. Guck mal, du das. Huh. Hier oben ist gar nichts. Ja, das Schwert, das geht, ne? Ich wünschte mir eher noch so ein. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich wünschte mir eher noch so eine Combo irgendwie. Noch haben wir nichts. So. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Nicht mit mir, mein Freund. Boah. Manchmal sieht man den aber auch nicht. Aber ich warte mal, bis der mir den Körper zudreht. So ungefähr. Ah,
Schnell die Gesundheit wiederholen. Au. Schnell, 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 schnell. Das hat ihn auch gar nicht eingefroren. Ah. Nein. Ich gehe einfach durch. Oh, der ist schlimm hier, der hier. Ich werde gleich sehen, was er macht, wenn er dazu kommt. Ja, schießt hier die ganze Zeit seine Viecher raus. Ja, oh. Oh, weg mit dem Ding. Boah. Ja. Doppelt schlecht. Ich würde gern durch, danke. Warte mal. Können wir was mit dir anfangen? Ich glaube nicht, ne? Feinde sitzt beim Tod eine giftige Wolle. Ah, Gift? Das macht das Schwert auch schon. Irgendwie nicht sinnvoll. Stirbst du? Naja. Hab's schon gesehen. Die sind so schnell. Okay. Komm her. Boah. Oh no. Diesen komischen Schnitter, den kennt ihr ja schon. Ja, so muss das. Wow. Oh, was? Oh, nee. Oh, da geh ich extra nach vorne. Ja, toll. Ich habe extra gewartet, bis er mir da sein Körper zuwendet. Hey, 6500 Gold, immerhin. Und wir haben was freigeschalten. Können wir ja nächstes Mal mal mit dieser Armbrust schießen. Ich denke mal, wir machen dann morgen einfach gleich nochmal ein Part. Ich wollte bloß sagen, dass das halt so ein Projekt ist, was halt einfach nicht hier regelmäßig kommen kann. Ich bemühe mich einfach noch besser zu werden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Entertainment. Bis dann. Tschüss.